50 Tage, 50 Videos, immer um 15 Uhr. Das ist mein 50.000 Abonnenten Special an euch da draußen und heute 5 Tipps, die du nach der Fahrschule beachten solltest. Das und mehr nach dem Intro. In der Vergangenheit haben wir oftmals fahrtechnische Sachen besprochen. Doch heute möchte ich mal andere Dinge besprechen, die abseits von diesem technischen Seite und abseits von dem Motorrad auch am Ende des Tages sind. Und zwar 5 Dinge, die man nach der Fahrschule machen kann, beziehungsweise 5 Tipps, wie das Motorradfahren, dein neues oder wiedergefundenes Hobby, noch cooler, noch besser, noch lustiger wird. Tipp Nummer 1, such dir Biker oder Bikerinnen, die mit dir da draußen fahren. Denn nichts ist schöner, als wenn man sein Hobby mit Menschen teilen kann. Glaubt mir, alleinfahren Motorrad ist cool, es macht Spaß, das erste halbe Jahr, das zweite Jahr. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du dir denkst, so, ich hätte eigentlich lieber jemanden, mit dem ich fahren möchte. Und da gibt es verschiedene Wege, wie ihr jemanden findet, der mit euch Motorrad fährt. Und ein Weg, wie ich auch durchaus meinen Kameramann, der hinter mir steht, entdeckt habe, war bei mir Instagram. Auf Instagram sind unglaublich viele Biker unterwegs und Bikerinnen. Und da findet man sich schnell zusammen, denn mal ehrlich, Biker teilen schon sehr viele Interessen gemeinsam und haben ein großes gemeinsames Hobby und am Wochenende will jeder von uns raus und will jeder Neues entdecken, neue Routen entdecken, neue Straßen entdecken. Aber es gibt auch einen anderen Weg, wie ihr neue Biker finden könnt. Und das heißt DriftX. Das ist eine App, das ist eine Art Biker-Netzwerk, das euch hilft, Leute zu entdecken, Leute zu finden und auch Routen zu entdecken. Wenn ihr übrigens mich als einen Biker-Buddy haben wollt, dann könnt ihr mich gerne auf DriftX adden. Ich heiße dort TomTour und ich nehme euch alle an und freue mich über Nachrichten. Vielleicht ist man auch aus der Region und dann fahren wir mal gemeinsam eine Runde. Also, DriftX downloaden, mich adden und dann schauen wir mal, ob wir eine Runde fahren könnten. Und eine Sache, die DriftX auch noch macht, sie sorgt zum Beispiel dafür, wenn ihr irgendwo in Schwierigkeiten geraten seid und Probleme habt mit eurem Motorrad, dass ihr eine Notfallnachricht aussenden könnt, um Hilfe von anderen Bikern zu bekommen. Besonders nützlich, gerade wenn du am Anfang vielleicht noch nicht die große Ahnung von Technik hast. Aber ich greife vor, Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2, Skills gehen vor Bike und Ausrüstung. Ganz ehrlich, was nutzt ihr die Panigale V4S um 30.000 Euro mit der Ducati-Ausrüstung um 10.000 Euro, wenn du nicht fahren kannst? Es ist viel cooler, du hast ein altes Motorrad und kannst das fahren und kannst das gut fahren, als du hast so einen neuen modernen Bomber, mit dem du euch eh nicht umgehen kannst. Oder du kaufst ein Motorrad, das viel zu stark für dich ist, du bist noch nie Motorrad gefahren und kaufst da gleich eine 1000er und nicht wie hier hinter mir so eine kleine 500er oder eine 650er. Das ist so ein ganz großes Problem, glaube ich. Viele kaufen das erste Motorrad rein aus optischen Gründen. Sie fahren oftmals nicht mal ein Motorradprobe, bevor sie sich das Motorrad dann auch kaufen. Und da ist mein Tipp nach der Fahrschule, nimm dir die Zeit und probier Motorräder aus. Finde erstmal dein Motorrad, was zu deinem Leben passt. Und das, wo ich eigentlich jetzt hin wollte, ist das Thema Skills. Nimm lieber etwas Geld in die Hand und mach ein Fahrtraining, mach eine Weiterbildung oder nimm Zeit in die Hand und lerne Skills. Ich persönlich habe das Thema Zeit eher genommen, weil ich damals kein Geld hatte und habe mir Biker gesucht, die besser fahren als ich und bin denen nachgedübelt und habe geschaut, was machen die, wie fahren die, warum fahren die so, was tun die eigentlich da? Und das hat mir enorm viel geholfen und das ist eben auch wieder Tipp 1, such dir Biker-Buddies, die Motorrad fahren, weil dann kannst du auch schneller und besser lernen von denen. Selbst wenn es nur diese Kleinigkeit ist, wie man zieht nicht am Lenker, sondern man schiebt den Lenker in die Kurve, das hilft einem Anfänger oder einem Wiedereinsteiger oder jemandem, der lange nicht Motorrad gefahren ist, oftmals sehr viel weiter. Und auch ich, der jedes Jahr jetzt doch schon viele, viele, viele tausende Kilometer zurücklegt, freue mich jedes Mal über Input von anderen, weil man seine eigene Fahrweise oftmals zu gut interpretiert und andere Leute immer einen anderen Input geben, was man ausprobieren kann. Achtung hierbei natürlich, nicht jeder Tipp ist Gold wert. Tipp Nummer 3 ist definitiv, mach Motorradtouren. Ich meine jetzt nicht damit, dass du nach Afrika runterfahren sollst und da quer durch Afrika fahren sollst oder Amerika durchqueren sollst. Nein, ich meine damit klassisch, mach mal nach deinem Führerschein eine Nachmittagstour. Schnapp dir deine Freundin, deinen Freund, fahr mit dem eine Runde und komm wieder nach Hause.
fahr vielleicht einen Kaffee, ein Eis essen oder irgendwie sowas. Sucht euch eine schöne Strecke und fahrt die. Und nächstes Mal macht ihr eine Tagestour. Ihr startet am Morgen, fahrt den ganzen Tag und kommt am Abend wieder nach Hause. Und dann empfehle ich euch einen Mehrtagetrip. Warum ein Mehrtagetrip so viel anders ist als ein Eintagestrip, ist, weil du dich intensivst mit dem Motorrad beschäftigst und auch die Benzingespräche am Abend sind jedes Mal eine große Freude, wenn du mehrtägige Touren fährst. Falls du übrigens Ideen für Strecken und für coole Spots brauchst, DriftX bietet auch die Möglichkeit, in der App sich coole Touren anzeigen zu lassen. Am Anfang macht eine Kurve dir Spaß bei deiner Ausfahrt. Bei der zweiten Ausfahrt sind vielleicht schon zwei Kurven schön. Bei der dritten 3 und bei der vierten 10, bei der fünften 20 und bei der 10. alle Kurven. Und dann wird dein Hobby nicht mehr nur ein Hobby sein, sondern ein Lebensstil. Denn Kurvenjagen und Kurvensammeln ist etwas, was ich für mein Leben gern tue. Tipp Nummer 4 ist einer, wo sich selbst Experten oftmals nicht drüber trauen. Oder Experten, so viel gesagt, Vielfahrer nicht drüber trauen. Und das ist, stell dein Motorrad ein. Wir zahlen ordentlich Kohle dafür, dass wir Bremshebel, Kupplung, Fahrwerk und alles individuell anpassen können. Aber wer von euch da draußen hat ehrlich schon mal an seinem Fahrwerk rumgespielt? Ich glaube, das werden sehr wenige sein. Und da ist mein Tipp. Mut zum Probieren. Merkt euch die Einstellungen, merkt euch, wie ihr das gemacht habt und merkt euch auch, ja, wie man es machen könnte. Ich habe schon ein eigenes Video dazu gemacht, wo es nur um das Thema Motorrad einstellen geht. Klick hierzu einfach auf das i, dann kommst du dorthin. Die Grundmessage hier sollte sein, befasst euch mit dem, was ihr euch gekauft habt, um mehrere tausend Euro. Bei mir ist mein Motorrad noch immer mein wertvollster Besitz und den möchte ich auch verstanden haben und kennenlernen. Und ich möchte nicht einfach draufsitzen und damit heizen, sondern ich möchte verstehen, was mein Motorrad macht und wie es auch noch ein bisschen besser, schneller und cooler auch ist. Tipp Nummer 5. Jungs und Mädels, ich kenne es genau und mir ist es auch schon öfters passiert. Puh, was ist denn jetzt bei meinem Motorrad? Das springt nicht mehr an. Oi. Jetzt habe ich einen Plotzer. Luft ist draußen. Motorrad hat keine Batterie mehr. Was tun? Was muss ich eigentlich im Winter mit meinem Motorrad machen? All diese Fragen sind oftmals unbeantwortet am Anfang einer Karriere eines Motorradfahrers. Doch es gibt etwas, was euch helfen kann dabei. Als allererstes Freunde, als zweites YouTube-Videos und als drittes gibt es jetzt eine dritte Möglichkeit und das ist auch wieder in der App DriftX. Dort könnt ihr einen Button drücken, der heißt Help und wenn ihr diesen drückt, könnt ihr angeben, was euer Problem ist und dann wird euch normalerweise auch geholfen aus der Community von Bikern aus eurer Region und das finde ich ziemlich cool. Gerade zum Beispiel auch, wenn ich eine Panne hätte mit meinem Motorrad, tue ich dort Help drücken, schaue, okay, wer ist in der Nähe, könnte mir jemand helfen, dann connectet man sich miteinander und dann kommt vielleicht auch die eine oder andere neue Freundschaft zustande. Ich finde, Motorradfahren ist ein guter Punkt, wie man auch seinen Freundeskreis um den einen oder anderen Freund oder Freundin erweitern kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!